So, jetzt hatte ich eine angenehme Nacht hinten im Auto. Habe ich schon wieder umgebaut. Ich habe die Rückbank umgelegt gehabt und dann eine Campingmatratze drauf gehabt und Schlafsack, Kissen. War relativ gemütlich. So, und jetzt geht's weiter Richtung Sandane. Da ist ein Supercharger. Ich gucke mal, ob ich rechts und links auf der Strecke vielleicht noch den einen oder anderen Abstecher machen werde. Wir haben jetzt 9:27 Uhr. Ich bin eben gerade losgefahren vor 2, 3, 4, 5 Minuten. Und ja, bisher 111,1 Kilometer, schöne Schnapszahl, 15 Kilowattstunden verbraucht, 134 Wattstunden pro Kilometer. Und draußen sind es angenehme 16 Grad. Ich muss jetzt erstmal noch hier ein bisschen den Dunst aus dem Auto blasen von der Nacht. Hier ist noch der Rest und hinten die Scheibe ist noch gut verdunstet. Ja, also weiter geht's. On the road again. Kurzer Stopp hier am Nordalsfjord. Hier kann man ins Tal fahren und dann zum Gletscher wandern, Ålfotbreen. Ja, ich habe jetzt noch 1 Stunde 25 vor mir bis zum Supercharger in Sandane. 84 Kilometer sind das noch. Ich mache jetzt 5 Minuten Päuschen hier. Ja, dann geht es weiter. 48% Akku sind noch drin und verbrauchstechnisch hatten wir jetzt auf den 168,5 Kilometern bisher einen Verbrauch von 25 Kilowattstunden. Durchschnittlich 149 Wattstunden pro Kilometer.
Ja, leider wird das Wetter jetzt immer beschissener. Immer mehr Regen. Ich befinde mich jetzt zwischen Förde und Schei. Und fahre dann weiter Richtung Bircelo und dann nach Sandane zum Supercharger. Jetzt leicht nach rechts auf E39 abbiegen. Ja, so ist das nun mal in Norwegen hier. Im Westen gerne mal viel Regen, der sich in den Bergen festsetzt. Ja, ich habe jetzt noch 32% Akku. Sind viele Autos jetzt unterwegs, viele Norweger, die jetzt von ihrer Hütte nach Hause fahren oder aus dem Urlaub kommen. Es ist heute Sonntag. Hinzu kommen dann die gewöhnlichen Touristen. Wir sind ja jetzt mitten in der Hochsaison, Mitte Juli. Und ja, viele Deutsche, viele Holländer unterwegs mit ihren Wohnmobilen und Campingwagen, wie es auf Norwegisch heißt, ihren Caravans. Ja, ich habe jetzt noch bis nach Sandane 38 Minuten, 44 Kilometer. Und ja, noch 32% Akku im Autochen in der Batterie. Werde aber in Bircelo noch einen Stopp einlegen, vielleicht auch in Schei. In Schei gibt es so einen netten Shop, wo man sich Weihnachtssachen kaufen kann, aber auch andere Souvenirs. Und manchmal ist da was Interessantes, Nettes dabei für wenig Geld. Und in Bircelo, der nächste Stopp oder der Stopp, einzigste Stopp, schauen wir mal, ob der Shop in Schei überhaupt offen hat. Jedenfalls in Bircelo mache ich einen Stopp beim Bar Cajon. Das ist sehr zu empfehlen für alle, die hier vorbeikommen. Dort gibt es sehr leckere Backwaren und viele andere Produkte aus der Region. Ja. Ja, ihr seht, es regnet ordentlich. Ach, ist das nicht schön. Richtig schönes norwegisches Westlandswetter. Regen, 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 Regen. Und der Toke hängt schön tief in den Fjorden. Ja, so ist das. Ja, hier rechts werden schon mal gerade die Ziegen zusammengetrieben. Bildet sich ein kleiner Stau deswegen. Thank you.
Ja, wenn ihr mal durch Bircelo fahrt, dann müsst ihr unbedingt beim Barca Jon anhalten. Hier ist gerade der Teufel los. Hier gibt es sehr leckere Produkte aus der Region. Ziegenkäse, Fleisch, alles Mögliche. Und dann gibt es noch ein Restaurant, wo man sich Burger und so weiter bestellen kann. Und natürlich Backprodukte von Barca Jon. Jetzt bin ich am Supercharger in Sandana. Der erste Stall wollte nicht so wie er sollte. Laden gestartet, Laden gestoppt, Laden gestartet, Laden gestoppt. Ich schätze mal, es ist ein Softwareproblem, was hoffentlich mit der nächsten Software behoben ist. Jetzt muss ich mir den Stall mit jemandem teilen und krieg nur 27 kW. Naja. Aber die sehen so aus, als ob die bald wegfahren. Dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr Saft. So, jetzt stehe ich hier fast eine Stunde und habe bis 90% hochgeladen von 19%. Hier ist Warteschlange. Der nächste steht schon an. Einer hat gerade einen neuen Platz gekriegt und ich werde jetzt auch gleich weiterfahren. Kurzer Stopp an der Zirkel K in Nordfjordeid. Der Sprit kostet 16,25, der Diesel 14,45. Ich freue mich, dass ich einiges an Geld spare, an Spritkosten zumindest. Ja, und hier habe ich mir jetzt kurz ein Käffchen geholt. Gratis gibt es Kaffee hier in Norwegen das ganze Jahr. Wenn man sich diesen Circle K Becher holt, kriegt man das ganze Jahr lang gratis Kaffee und andere Warm- und Kaltgetränke. Und ja, jetzt geht's weiter Richtung Heimat. Ist nicht mehr so weit. Ich habe noch 1 Stunde 29 zu fahren. Jetzt haben wir 16.44 Uhr, 18.13 Uhr soll ich ankommen. Und verbrauchsmäßig sehen wir jetzt nach 313 Kilometern so aus, dass ich 49 Kilowattstunden verbraucht habe und 155 ist der Durchschnitt. Weiter geht's. So, wir nähern uns jetzt dem Ziel meiner Reise, mein Heimatort, Laikong. Und die Strecke wird jetzt durch viele Tunnel führen. Ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, das großartig zu filmen, habe ich mir gedacht. Deswegen werde ich jetzt eine kleine Abmoderation dieses Videos hier machen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Abonniert mich gerne, wenn ihr immer informiert werden wollt über neue Videos. Das kostet nichts, auch wenn manche meinen, das kostet was. Nein, das ist vollkommen gratis. Ja,
Ansonsten liked bitte dieses Video und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Vorschläge habt, was ich denn mal für Videos machen soll hier aus Norwegen, was euch interessiert, rund um Elektromobilität, um Model 3, um Tesla, um Roadtrips und so weiter und so fort. Einfach rein damit in die Kommentare. Ja, wir sind jetzt 355 Kilometer gefahren. Ich habe 56 Kilowattstunden verbraucht. 158 ist der Durchschnitt. Und ich werde am Ende dann nochmal zu Hause eine Aufnahme von der schlussendlichen Verbrauch und Kilometerzahl posten, beziehungsweise ans Video anhängen zum Schluss. So, jetzt sind wir wieder in meinem Bundesland, in der Fylke, wie es in Norwegen heißt, Møre und Romsdal. Ich habe jetzt, ja, wie viele Kilometer habe ich denn noch? Ich muss noch 62 Kilometer fahren durch unzählige Tunnel. Ich vergesse mal wieder, wie viele es sind. Ich schätze mal so 12 Stück oder so noch. Ja. Mein Model 3 hat keine Fehler auf dem Trip gehabt. Einmal wurde angezeigt, dass der Spurhalteassistent eingeschränkt sei, als ich aus dem Tunnel kam. Ich denke mal, das ist vielleicht Dreck oder so auf der Kamera gewesen. Es war nach kurzer Zeit wieder weg. Die Supercharger in Sandane, also die einzigsten auf dem Weg, waren 6 Stück und die waren vollkommen überfüllt. Es stand also immer mindestens 1-2 Fahrzeuge, die gewartet haben, dass sie drankommen. Als ich ankam, waren zum Glück 2 Stalls gerade frei. Einer ist gerade weggefahren. Im ersten Stall, in dem ich mich angeschlossen hatte, da startete die Ladung nicht, warum auch immer. Dann bin ich daneben gefahren, da ging es dann zum Glück, aber ich musste mir teilen mit der Dame nebenan. Die ist dann aber nach kurzer Zeit weggefahren, sodass meine Geschwindigkeit sich erhöht hat. Ja, ich muss sagen, ich war das erste Mal in der Kommune Bremanger und da finde ich es sehr schön, sehr landschaftlich, schöne Berge, trotzdem direkt am Meer und halt sehr ruhig gelegen. Fahren nicht so viele Touristen lang. Im Moment ist der Touristenhochsaison. Ja, das soll es soweit gewesen sein von dem Video. Ich verabschiede mich, freue mich, wenn ihr abonniert, liked und kommentiert. Macht's gut, Grüße aus Norwegen. Wieder zu Hause. 418,1 Kilometer bin ich gefahren, 65 Kilowattstunden habe ich verbraucht und der Durchschnitt war 155. Ja, noch 66% Akku in der Batterie, noch Akku in der Batterie, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, noch 66% habe ich übrig von der Batterie. Ja, home again.